Umgang mit Herzensverhärtung in anderen. Manche Menschen haben Schlimmes erlebt. Manche Menschen haben das Gefühl, verraten zu sein, dass ihr Vertrauen missbraucht worden ist. Manche sind aus Enttäuschung zu Herzensverhärtung gekommen. Manche Menschen haben gute Gründe dafür. Wie kannst du ihnen helfen? Es gilt zum einen, die Zeit heilt viele Wunden. Zeit heilt nicht alle Wunden, aber viele Wunden. Wenn jemand wirklich eine sehr schlimme Erfahrung gemacht hat, dann wird eine Weile sein Herz verhärten, das ist ganz natürlich. Manchmal hilft es, dem Menschen etwas von Karma zu erzählen, wenn er dafür offen ist. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben über Karma und Reinkarnation. Das hilft einem manchmal, Ungerechtigkeiten und Vertrauensmissbrauch annehmen zu können oder mindestens in Betracht ziehen zu können, es könnte noch eine andere Sichtweise geben. Und manchmal hilft es, dem Menschen Liebe zu zeigen, dem Menschen zu zeigen, ich bin für dich da, du kannst auf mich vertrauen. Und wenn der andere sieht, ah, nicht nur der mein Vertrauen so missbraucht hat, gibt es, sonst gibt noch jemand anders, der zeigt mir Liebe und Mitgefühl. Und das kann helfen, dass das Herz sich wieder öffnet.